Louis 0-1 gegen Weiche Flensburg. Wie ordnest du die Niederlage ein? Ist sie unverdient? Ist sie ärgerlich? Wie ist dein Fazit? Ja, wenn man sich das Spiel anguckt, muss man einfach sagen, die clevere Mannschaft hat gewonnen. Weiche hat jetzt nicht groß ein Spiel gemacht oder irgendwelche tollen Szenen Offensive gefahren. Die machen halt aus dem Nichts, sage ich jetzt mal, ein Tor. Da können wir besser auch verteidigen, ohne Frage. Im Endeffekt haben die zweite Halbzeit besser gespielt wie die erste Halbzeit. Haben auch ein paar gute Aktionen gehabt. Wir drücken keinen über die Linie. Und im Endeffekt, solche Mannschaften, die solche Spiele halt führen und gewinnen, die steigen im Endeffekt darauf. Ich hatte den Eindruck, Weiche stand in der zweiten Halbzeit sehr tief, hatte sehr, sehr teilweise eine Sechserkette. Wie schwer ist das gegen so eine Mannschaft dann tatsächlich, sich auch Torschancen zu erspielen? Ja, definitiv ist das schwer. Wenn man hinten drin steht, kann man das Spiel halt nur breit machen und immer wieder mit viel Bewegung Lücken schaffen. Das ist uns ja auch teilweise gelungen, dass wir bis zur Grundlinie durchgekommen sind. Bloß danach wurden wir nicht zwingend vom Tor, haben die Sachen nicht konsequent ausgespielt, um halt mal richtig in Ruhe abschließen zu können oder im Kopf halt agieren zu können. Man verliert so ein Spiel 1-0 und es ist schade für das Lübecker Publikum, dem wir einfach mal einen Heimsieg wieder schenken wollen. Und wir sind alle sehr enttäuscht. Im Endeffekt müssen wir uns einen an die Nase fassen. Danke.